Ingo Kantorek an meiner Seite. Tja, wer kennt ihn nicht? Aber er versucht jetzt hier gerade ein bisschen zu schummeln. Komm, Ingo. Die normale Größe bitte, du brauchst dich nicht verstecken. Genau, genau. So sieht das Ganze doch schon viel besser aus. So kann ich das Mikrofon ein bisschen zu dir nach oben halten. Du bist heute hier auch beim 24. Fest von Frank und Markus Zander mit dabei. Was hast du für Gefühle in dir drin? Was fühlst du jetzt gerade? Weil du siehst all die vielen Menschen, 2500, 3000 Menschen, die hier drin sind. Was fühlst du? Ich bin gerade total überladen, weil ich vorne durchgekommen bin und ich habe fast 20 Minuten gebraucht, um vom Eingang bis hierher zu kommen, weil tatsächlich unter den Leuten sehr, sehr viele Fans von mir sind, die sich alle mega gefreut haben, dass ich hier bin. Und mich freut es halt, dass ich jetzt mal andersrum zurückgeben kann, weil das, was die mir geben, also wenn du Fernsehen machst, kannst du ja immer schlecht zurückgeben. Wenn du dann auf der Bühne stehst, kannst du halt direkt Kontakt, aber es ist mal ganz schwierig, als Schauspieler was zurückzugeben. Und jetzt kann ich halt mal wirklich was tun, direkt für meine Fans. Und da freue ich mich echt drauf. Ich bin auch echt nervös. Du bist also hautnah heute dabei. Der Ingo wird natürlich auch eine Gans tragen oder ein oder zwei oder drei Gänse, richtig? Mal gucken, was ich geregelt kriege, was ich noch kann. Ich habe ja irgendwie in meiner Jugend auch mal gekennert, so wegen Taschengeld aufbessern. Mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Kriegst du bestimmt hin. Wie feierst du denn Weihnachten? Tatsächlich ganz familiär. Wir fahren, weil ich komme ja ursprünglich aus Hannover, wohne ja jetzt in Köln. Und wir bleiben jetzt noch 2 Tage hier in Berlin, meine Frau und ich. Fahren dann zurück nach Hannover bei meiner Familie, bei meinem Bruder und mit Mutter und allem. Gibt es irgendwelche neuen Projekte? Also ich meine, irgendwelche neuen Rollen in Aussicht? Aktuell ja. Ich habe gerade einen Piloten gedreht, darf aber über Inhalt und den Rest noch nicht reden. Verstehe, gut. Also still ruht der See, aber heute erstmal nicht. Heute redet er wie ein Wasserfall und das sei Chennai, wenn du uns noch einmal durchs Bild rennst. Genau, oder? Ja, er ist nervös, er ist die ganze Zeit nervös. Er ist er ist gewachsen ohne Ende. Genau. Weil er mit Sven, mit Kerstin gesprochen haben und gesagt haben, der Junge macht sonst auch so viel, wir müssen ihn mal nach Berlin holen. Und deswegen bin ich heute Morgen um 6 Uhr gestiegen. Das kriege ich ihn gar nicht zu sehen. Also und bin hier hochgekracht, um hier mitzuhelfen. Das ist schön, dann feiert heute schön Weihnachten gemeinsam, ja. Trinkt ein Bierchen zusammen, serviert die Gänse. Darum, dass die Leute hier alle erstmal Spaß haben. Serviert die Gänse, genau, ihr könnt kellnern hier ein bisschen und wir freuen uns auf einen wunderschönen Abend. Ein gemeinsames, frohes Fest für euch alle. Dankeschön, wünschen wir dir auch. Danke.